Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es wieder soweit. Beide Look Incredible Boxen sind in der Zwischenzeit angekommen und die möchte ich euch heute vorstellen. Wir fangen an mit der, ich guck mal kurz rein, mit der regulären Box, die etwas günstigere. Damit fangen wir direkt mal an. Ich schreibe euch die Preise wieder hier irgendwo hin. Und ja, ich nehme mal das erste Produkt raus. Manche, möchte ich schon gleich anmerken, manche Produkte wie dieses hier stehen nicht auf dem Zettel mit drauf. Da steht dann ein anderes drauf, also da kann ich euch den Preis dann nicht nennen, das habe ich aber euch schon mal ein paar Mal erklärt. Und mein erstes Produkt ist hier ein Kabuki Brush von der Marke Bella Pierre. Habe ich schon mal so ein bisschen angefasst, fühlt sich sehr, sehr schön weich an, aber ich persönlich brauche den nicht, ich habe da genug Pinsel. Von daher wird der irgendwann mal in eine Verlosung für euch gehen. Als nächstes habe ich ein dekoratives Produkt und zwar auch von... War das gerade Bare Minerals? Ja. Nochmal von Bare Minerals und zwar ein Plumping Lip Gloss. Den hole ich mal raus in der Farbe Diva übrigens. So sieht die Verpackung von außen aus. Ich mache das Ganze mal kurz auf und hole ihn raus. Das ist diese Farbe. Es kommt, glaube ich, gerade in der Kamera ziemlich schwarz rüber. Also es ist auch sehr, sehr dunkel. Aber halt eher so ein lilafarbener Ton. Aber wirklich super, super dunkel. In der Kamera wirkt es jetzt fast schwarz. Da bin ich noch mit mir selbst im Hadern, ob ich den behalte, ob ich den weitergebe, weil mit so Lipglossen, das ist nicht so mein Ding. Ich stehe mehr auf so matte, also das ist jetzt nicht matt, aber so Produkte, die einfach wirklich gut halten. Und ich denke, dieser Lipgloss wird jetzt nicht so mega halten. Von daher denke ich auch, dass der, ich schätze, der wird in eine Verlosung gehen. Deswegen will ich ihn jetzt nicht swatchen. Dann habe ich als nächstes eine Maske in dieser Box. Und zwar, ich glaube, die Marke heißt Maskbar. Eine Aloe Vera Sheet Mask. Und das Ganze sieht so aus. Ist, glaube ich, relativ teuer. Wie gesagt, ich blende es euch ein. Und mit Masken, ihr wisst, ich liebe Masken. Alle, die meine Vlogs auch gerne schauen, die wissen, dass ich super, super gerne Masken benutze. Und von daher kann ich davon nie genug haben und freue mich auch sehr darauf, da ich noch nie eine davon getestet habe. Und ja. Ich werde berichten, wenn sie super gut oder super schlecht war. Dann haben wir hier nämlich noch eine Maske. Also wie gesagt, ich kann nicht genug Masken haben. Ihr werdet es auch in der nächsten Box noch sehen, da sind auch Masken drin. Aber für mich ist das super. Und gerade über diese habe ich mich sehr gefreut, weil sie sehr hochwertig auch aussieht. Das ist von Bliss. Die Multifaceted, keine Ahnung, All-in-One Anti-Aging Clay Mask. So sieht es aus. Ist sehr viel drin. Das sind... 65 Gramm, ist sehr schwer, ist übrigens hier so ein Glastiegel, was ich sehr, sehr schön finde, sehr hochwertig. Und ja, es sieht mir sehr dunkel drin aus. Ich denke, es ist so eine schwarze Maske, also fast schwarz. Und wie gesagt, sehr viel Produkt drin, da freue ich mich sehr, die zu benutzen. Wie gesagt, ich liebe Masken über alles, von daher kann man mir damit immer eine Freude machen. Einfach immer, egal was für eine Maske, ich teste alle gerne. Und dann zu dem letzten Produkt aus dieser Box, was auch gleichzeitig mein Highlight-Produkt ist. Und zwar eine Fall Festival Palette mit 12 Eyeshadows. So sieht die aus. Finde ich, sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Die ist von Coastal Scents übrigens. Ich hole sie mal kurz raus. So sieht die Verpackung der Palette aus. Also die Palette selbst meine ich von außen. Und dann mache ich sie mal auf. Hat einen Riesenspiegel, was ich sehr, sehr schön finde. Und das sind die Farben. Und ja... Der Name verspricht nicht zu viel, es ist wirklich eine tolle Herbstpalette, das sieht man jetzt schon, diese Herbstfarben, dieses Orange sieht richtig toll aus, das Rot. Und ich glaube, ich werde euch da mal zwei von swatchen, damit ihr auch seht, dass die, Qualität auch super ist. Swatche ich jetzt mal zwei Farben. So, ihr seht, gute Pigmentierung, sehr, sehr gute Pigmentierung. Und ich bin super gespannt, die Palette mal zu benutzen. Jetzt, wie gesagt, passt perfekt jetzt zum Herbst. Freue ich mich riesig drüber. Geil. Also richtig geil, dass in... Ich liebe es, wenn in diesen Boxen Paletten drin sind. Das ist einfach super. Wenn die dann noch so gut pigmentiert sind wie diese hier. Also ich werde viel damit anfangen können. Vielleicht, ich gucke nochmal kurz rein. Ist das auch eine Alltagspalette? Also sind schon viele natürliche Farben auch drin. Da kann man auch natürliches Make-up mitmachen. Aber halt auch was anderes. Und das ist doch eigentlich ganz schön, gerade für mich. Ich mache ja gerne mal so ein bisschen kräftige Make-ups. Oder so, von daher... Freue ich mich sehr darüber. Diese Box,
Sorry, ich habe gerade irgendwie wieder einen Sprachfehler. Diese Box fand ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig super. Also mir gefällt eigentlich alles aus der Box, außer der, was heißt nicht gefallen, der Pinsel und der Lipgloss gefallen mir auch. Aber Pinsel habe ich genug, von den Lipglossen eigentlich auch, deswegen lasse ich das mal für euch über. Als nächstes haben wir hier die Deluxe Box, die natürlich meistens auch ein bisschen toller für mich ist, weil noch hochwertigere Produkte drin sind, meist ein bisschen weniger, aber hochwertigere, wobei ich die eben auch schon super fand. Und dieses Mal, habt ihr vielleicht letztes Mal mitgekriegt, habe ich wieder ein extra Produkt, weil man sich bei der letzten Box aussuchen konnte, ob man ein Tanning-Produkt haben möchte oder nicht. Ich habe das Tanning-Produkt trotzdem bekommen, obwohl ich es nicht wollte, und deswegen habe ich jetzt noch was in diese Box bekommen. Ich dachte mir erst so, ist das einfach nur ein Goodie. Ich wusste erst nicht, dass das jetzt mein extra Produkt sein soll, weil das... Ja, ich zeige es euch einfach mal. Das ist von Elemis, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kenne die Marke nicht. Das sind einfach solche Pro-Collagen Hydrogel Eye Masks. Anti-Aging. Das sind halt einfach so Patches, die man unter die Augen machen kann. Davon habe ich zwei so Dinger gekriegt. Und dann dachte ich mir erst, das kann ja jetzt nicht deren Ernst sein, dass das mein Ersatzprodukt ist. Wie viel kosten die wohl? Dann habe ich das gegoogelt. Und habe das auch gefunden. Und es stand irgendwas mit über 70 Dollar oder 70 Pfund. Und da habe ich es erst nicht gecheckt. So, ist es vielleicht eine Packung mit mehreren? Aber ich glaube tatsächlich, dass... Ich bin mir nicht sicher, ihr müsst selbst vielleicht nochmal nachschauen. Aber selbst wenn es eine Packung ist, wie viele sind in so einer Packung drin? 5 Stück oder so. Und das kostet dann 74 Pfund. Diese Dinger sind also schweine teuer. Und... Ja, ich bin gespannt, das zu testen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viel bewirken, dass sie diesem Preis gerecht werden. Aber ich werde es auf jeden Fall testen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass das einen so hohen Wert haben soll. Aber gut, ich habe mehrere Seiten im Internet gestöbert. Da standen die alle um die 70 Euro, also Dollar, Pfund, keine Ahnung. Ist krass, bin ich auf jeden Fall dann umso mehr noch gespannt drauf, wie sie dann tatsächlich wirken. Dann bleiben wir nochmal gleich bei Masken, wie eben. Ich hatte ja schon erzählt, hier sind auch Masken drin. Von Flora Pie. Einmal habe ich die Strength and Energy Mask und einmal die Stress Relief Mask. Die eine ist mit Arnica Rose und die andere ist mit Chamomile Patchouli. So sehen die aus. Den finde ich ganz schick aus. Sind halt auch einfach so Sheet Masks, also einfach so Tücher, die man sich auflegen kann. Ich persönlich mag meistens Masken lieber, die man sich einfach so eine Creme, sag ich mal, die man sich da aufgibt. Solche Sheet Masks habe ich meistens das Gefühl, die bringen nicht ganz so viel, aber ich benutze die trotzdem gern, so nicht, aber ich favoritisiere doch die anderen Masken, aber ich bin sehr, sehr gespannt, die auszutesten, gerade weil ich glaube, solche Marken gibt es halt einfach bei uns nicht. Wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Und freue ich mich sehr darüber, das zu testen. Dann geht's weiter mit einem Produkt von Smashbox. Ups, wieder ein Lippenprodukt. So sieht das Ganze aus. Das ist der Be Legendary Long Wear Lip Lacquer in der Farbe Lilac. Und den werde ich wohl behalten, denke ich. Ja, ich habe, glaube ich, noch nicht so ein Lip Lacquer von Smashbox, deswegen swatche ich euch den jetzt auch mal. Hat einfach so einen kleinen Applikator. Und Grunde. Das da oben ist die Farbe. Also ich finde, sieht ganz schön aus. Ist so ein krasses, irgendwie so Barbie-Pink, sag ich mal. Hat einen richtigen Blau-Einschlag. Ja, ihr seht es. Aber ich denke, so für den Sommer oder so, obwohl auch für den Winter, weil das so ein kalter Ton ist, finde ich den, glaube ich, auch für den Winter ganz schön. Sommer und Winter würde ich den, glaube ich, gern tragen. Ja, nehme ich auf jeden Fall sehr gern in meine Sammlung mit auf. Ich habe aber gesehen, es gab auch einen Rotton. Ich hätte vielleicht eher ein Rot genommen. Wie ihr seht, jetzt heute auch klassisches Rot trage ich super gern auf den Lippen. Gerade wenn man so ein Oberteil zum Beispiel auch in Rot trägt oder... Auch gerne zu meinem einen rötlichen Dirndl, da kommt immer so ein knallroter Lippenstift drauf, weil ich das einfach super, super schön finde. Gerade auch zu dunklen Haaren, finde ich persönlich, passt das mal sehr schön. Deswegen. Aber naja, machen wir weiter. Heute ist hier, in dieser Box ist übrigens überhaupt keine Karte drin, sage ich nur schon mal jetzt. Bei dieser Box kann ich euch keine Preise hinschreiben.
Ich kenne die Preise nicht, hier wurde leider die Karte vergessen. Aber ich habe als nächstes hier von MAC ein Produkt drin. Und zwar die Upward Lash Mascara Volume E-Curve. So sieht das aus. Und da freue ich mich. Ich freue mich immer über MAC-Produkte. Und die Farbe ist übrigens Upward Black, also einfach eine ganz normale schwarze Mascara. Jo, so sieht die Mascara aus. Kennt man, glaube ich. Also ich kenne die auf jeden Fall so vom Design. Erinnert, es ist halt das klare MAC-Design, auch so wie die Lippenstifte geformt, ne? Und ich mache das jetzt nicht auf, um das Bürstchen zu sehen, weil ich habe noch genug Mascaras. Erstmal müssen die anderen aufgebraucht werden, bevor ich jetzt dieses einfach anbreche. Das wäre so ein bisschen verschwenderisch. Deswegen, ja, lasse ich das mal erstmal zu. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Also Mascaras, klar, kann man immer gebrauchen und ich teste auch gerne mal teurere aus. Bis jetzt meine absolute Lieblingsmascara ist, glaube ich, die The Real von Benefit, sowie die Glam and Doll von Catrice. Das sind so meine Lieblingsmascaras. Und als nächstes in dieser Box und auch schon das letzte Produkt und auch das Highlight-Produkt generell ist jetzt ein Produkt von Make-Up Forever. Und das ist schon mal richtig cool. Alle, die sich so mit Make-Up und High-End befassen, wissen, dass Make-Up Forever schon eine richtig coole Marke ist. Und ich mag das sehr gerne. Ich habe da auch noch nicht so viele Produkte von. Dieses Produkt ist jetzt eine Palette. So sieht sie aus. Oh, passt gerade voll gut zu meinen Lippen. Und ja, diese Palette ist keine neue Palette, aber es ist eine Limited Edition aus dem letzten Jahr. Ich meine, aus Dezember 2016 ist diese Palette her. Wahrscheinlich dann halt Restposten, aber es stört mich absolut überhaupt gar nicht. Weil ich finde es sogar noch viel cooler, Limited Editions zu bekommen, weil man da ja so gar nicht rankommt. Und teilweise steigen die ja sogar irgendwo in ihrem Wert auch. Ich meine, wenn man mal guckt, diese Urban Decay Weiß Paletten, für wie viel die teilweise angeboten werden, das ist schon verrückt. Und ja, ich finde es cool. Ich finde nur, also wir kommen gleich zum Inhalt, aber sie ist sehr klobig, sage ich mal. Sie nimmt sehr viel Platz weg. Das finde ich ein bisschen traurig. Übrigens ist das die Artistic Palette mit 9 Eyeshadows. Deswegen, sie nimmt sehr, sehr viel Platz weg und da sind halt einfach nur 9 Eyeshadows drin. Von daher, ja, keine Ahnung. Sie nimmt viel, viel, viel Platz weg. Aber jetzt kommen wir zu den Eyeshadows und diese sehen so aus. Ist vielleicht auch nicht für jedermann was, aber wie gesagt, für mich schon. Für mich sind eigentlich alle Paletten was, die gut pigmentiert und so sind. Und von der Farbauswahl finde ich sie auch ganz cool. Sind halt wirklich alles schimmernde Eyeshadows. Das sind, glaube ich, auch, soweit ich weiß, Lidschatten aus dem Standardsortiment, wenn ich mich nicht täusche. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich meine, das sind diese solche Must-Have-Eyeshadows. Ich glaube, die gibt es nämlich auch die ganze Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Sorry. Ich kann euch auch hier mal kurz etwas swatchen, um euch einfach mal zu zeigen, wie die so von der Pigmentierung her ist. So, dann nehme ich wieder einfach 2 Töne, das sollte reichen. Habe ich nämlich selbst, glaube ich, noch gar nicht geswatcht, muss ich ehrlich sein. Aber das sind jetzt die unteren hier, der lilane und der blaue. Sieht soweit auch schon ganz gut aus. Also, ja, muss man dann auf dem Auge mal alles sehen, aber das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Wie ich mich ja auch immer über diese Boxen freue. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe diese Look Incredible Boxen. Ich liebe sie. Die sind so super. Klar, ich bezahle jeden Monat für beide. Insgesamt jetzt zahle ich 75 Euro. Irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Irgendwo da liegt das preislich. Insgesamt beide zusammen, beide mit Fracht aus England. Da kann man nichts sagen. Ich meine, was ist das hier für ein Wert? Ich weiß es nicht. 90 bis 100 Pfund sind das. Da kann man nichts sagen. Es sind tolle Produkte. Und ich habe mich wie jeden Monat wieder riesig gefreut. Das ist immer das Highlight in meinem Monat, wenn es so zum Ende zugeht und ich kriege langsam meine Look Incredible Boxen. Das ist das schönste Gefühl ever. Und ja, leider ist das Video jetzt schon wieder vorbei. Aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder dabei. Bis dann!